Moin, ich bin Moose von Cool Moose Visions. Mein Shop ist der Last Trading Post Before Hell. Hauptsächlich mache ich Taschenbüdel und alles, was man so braucht, wenn man in die Hölle will. Meistens Leder, gerne Leder. Kenne ich mich am besten mit aus. Hält für mich auch am besten, funktioniert für mich am besten. Ganz weit vorne der Trend, das Tanken zelebrieren. Ganz wichtig für die kleinen Tanks. Und auch ansonsten, wenn man Stoff mitnehmen will, der stabil und sicher transportiert werden soll. Für mich ist das entscheidend, dass derjenige, der eine Tasche kauft, weiß, was mit soll und mit muss und nicht, was mit kann. Der Trend ist insofern da, dass die Leute zu 80% alles runterreißen von den Bikes, was geht, und feststellen, dass die Taschen in der Hose zu klein sind und jetzt doch feststellen, sie müssen was mitnehmen. Und dafür baue ich Taschen, dass sie am Bike nicht stören, dass du das mitnehmen kannst, was du brauchst, und dir nicht darüber Gedanken machen, habe ich jetzt meine Warnweste mit und den ganzen Kram. Was du dann noch zusätzlich brauchst, das kann man dann lieber noch mit einer Zusatztasche auffangen, das Problem, anstatt vorher wieder mit zwei Kindersägen links und rechts durch die Gegend zu fahren, wo man eher das Gefühl hat, da kommen zwei Taschen mit dem Moped unten drunter. Und meine Taschen selber möchte ich ähnlich bauen, dass ich lieber die Tasche baue mit einer schlichten Schließe, dass das nicht so aussieht wie eine Schließe mit einer Tasche und dann eine Tasche mit dem Moped dran, sondern dass das alles ein bisschen dezenter ist. Für mich sind Taschen beim Aspekt vom Reisen oder Fahren jetzt in dem Fall das Interessante, dass man Sachen hat, die man gerne mitnimmt und irgendwie auch cool und sicher transportiert. Geändert haben sich die Ansprüche meiner Meinung nach nicht an Taschen oder an Transportcases. Man ist draußen, ein Pferd oder ein Moped kippt mal um, sollte halten und sollte sich dabei vielleicht auch nicht unbedingt verletzen. Mit dem Fuß und einem Alukoffer ist immer ein Eindruck, den man nicht so schnell vergisst. Für mich ist es wichtig, dass meine Taschen nicht nur ein halbes Jahr am Moped hängen und ein halbes Jahr in der Garage sind, sondern dass man sie das ganze Jahr nutzen kann oder auch vom Moped, je nachdem, was man für eine Halterung hat, vom Moped abhängt und sich entweder mit dem Gurt selber umhängt oder sie zumindest einhängen kann und mitnehmen kann. Gerade bei den kleinen Taschen, wo meistens das Allerwichtigste ist, ist es schon gut, wenn man sie halt auch vom Bike abnehmen kann. Kann man mit dem Gurt machen. Ich habe bei meinen Taschen standardmäßig immer 4 Laschpunkte, dass sie auch dann am Bike nicht eiert. Und bei den größeren Taschen, wie diese hier zum Beispiel, empfehle ich immer die Variation mit dem eingenähten Alu zu nehmen. Dann kann man von hinten durchschrauben ans Bike und man hat hinten auch immer eine gute Stabilität. Das ist für mich wichtig. Die Taschen tüdel ich alle bei mir zu Hause in der Werkstatt zusammen. Eine Art von Taschen sind diese hier. Die gehen über den Leisten. Dann wird das Leder nass über den Leisten gezogen und dann zusammengenäht. Kann man vorgefärbt nehmen oder wie in diesen Fällen zweimal, dreimal färben, ein bisschen runterschleifen. Hier ist es jetzt gewachst, noch nicht eingeföhnt, sind wir mittendrin. Diese ist schon geföhnt und gewachst. Hat den Vorteil, dass es wasserabweisend ist. Wasserdicht ist, glaube ich, ein rechtliches Problem. Aber es gibt Leute, 2 Wochen Dauerregen mit einem Lederbügel und eben trocken. Bei guter Pflege. Das ist für mich wichtig dazu zu sagen, weil die großen Fragen sind immer, ja, Leder ist ja schick und schön, aber ist doch nie. Wir haben fließend Wasser in den Taschen. Dass, falls mal eure Flaschen aufgehen, hier drunter sind Löcher, also es kann wieder raus. Ich habe für mich dieses Deckenset, was mich damals mit dem Isomatten schon genervt hat, 2 Gurte, die immer weg sind, habe ich mich jetzt mit diesem Deckenset mal amüsiert und beschäftigt. Es ist ein Gurt mit 2 Schließen. Die erste Schließe umfasst das Gepäckstück und der zweite Gurt geht oben rum über den Lenker und über die Gabelbrücke. Der Vorteil bei dem Ding ist für mich, man kann auch einen Packsack reinpacken. Das heißt, wenn man jetzt mehr Gepäck mitnehmen will, einmal im Jahr einfach, oder einen Müllbeutel, vollkommen egal. Man hat jedenfalls mit diesem kleinen Ding ohne irgendwelche Umbauten immer die Möglichkeit, nochmal schnell ein paar Liter Gepäck mehr mitzunehmen. Ähnlich ist das hier wie bei den Rollen darunter. Die sind mit Druckknöpfen, man kann sie einmal komplett aufmachen. Keine Reißverschlüsse, die dann doch mal hängen bleiben oder kaputt gehen, wenn man unterwegs ist. Geht gut hinten oder auch vorne als Windschild. Und schön gewachsen, wasserdicht. Seit Jahren haben wir den Trend, dass man sich geile Bikes baut oder kauft und dann umbaut. Sagen wir es mal eher so. Umbau, auch eher erstmal abbauen. Aber so ist der Trend. Man geht ins Geschäft, kauft sich ein Bike, was einem gefällt, verändert, stellt fest, ups, das, was es gibt, gefällt nicht oder passt nicht. Dann treffen wir uns, bauen eine Tasche und dann zu einem Befreundeten oder einem Bekannten oder einem Customizer oder einem Metallbieger, wie auch immer, baut man die Dinger dran. Umbau von einem Moped und dann eine passende, fertige Tasche
finden, ist schon gut. Sie dann dran kriegen, das ist Glück, da muss man schon ein bisschen nachhelfen. Also der Schritt ist Händler, Taschenbauer, Mopedbauer. Und wenn ihr Bock habt, dass wir irgendwas zusammen performen, ihr müsst wissen, wie gesagt, was rein muss und was wir machen, entscheiden wir zusammen. Wenn ihr Bock habt, macht, schaut auf meine Webseite. Wir haben jetzt 2018, sie ist aktuell 2016. Das heißt, anrufen hilft auch und alles andere können wir dann am Telefon besprechen.